Herr Beck, Sie haben in Ihrem berühmten Buch Risikogesellschaft bereits vor mehr als 25 Jahren davon gesprochen, dass wir auf dem Weg in eine andere Moderne seien, eine reflexive Moderne, die ihre eigenen institutionellen Grundlagen aufhebe. Wo stehen wir heute in diesem Prozess? Und welche Verschärfung hat er durch die Globalisierung erfahren? Denken Sie an die großen Debatten und Ereignisse der letzten, sagen wir, 10 bis 15 Jahre. Also beispielsweise Klimawandel, die Terroranschläge von New York, die Finanzkrise, die Reaktorkatastrophe von Fukushima und immer noch laufend die Eurokrise. Das Interessante aus der Perspektive der Weltrisikogesellschaft ist, dass sie alle einem ähnlichen Skript folgen. Sie schlagen sozusagen immer wieder neue Kapitel der Weltrisikogesellschaft auf. Das sind zwei wesentliche Elemente. Es handelt sich im engeren Sinne nicht um Krisen, wie wir immer sagen, oder das Versagen, sondern letzten Endes um die Nebenfolgen der Erfolge der Modernisierung. Also die Siege der Modernisierung haben solche Nebenfolgen, die uns jetzt Risiken produzieren, die wir mit den institutionellen Voraussetzungen eigentlich nicht mehr bewältigen können. Und das ist gerade eigentlich das Schlüsseldenkelement meiner Konzeption seit 25 Jahren. Die Erosion des Nationalstaats ist ein wesentlicher Bestandteil der reflexiven Modernisierung. Mit Blick auf die Finanzkrise und die Macht der Finanzmärkte scheint aber die Möglichkeit des Politischen insgesamt zu schwinden. Verlieren wir das Politische? Und hängt die Schwäche der Politik auch damit zusammen, dass sie etwa in der Eurokrise nach wie vor stark dem klassischen, dem alteuropäischen Denken von Wissen und Kontrolle verhaftet ist? Nein, das sehe ich nicht so. Die Weltrisikogesellschaft ist eine eminent politische Gesellschaft. Man muss sich nochmal die Schlüsselunterscheidung vor Augen führen, die ich treffe, nämlich die zwischen Risiko und Katastrophe. Risiko meint nicht Katastrophe, Risiko meint die Antizipation, die Vergegenwärtigung der Katastrophe heute, um die Katastrophe zu verhindern. Also in diesem Sinne ist gerade der Risikobegriff und die Weltrisikogesellschaft eine enorme Mobilisierungsform, eine politische Mobilisierungsform, die durchaus vergleichbar ist mit dem, was wir früher sozusagen als Proletariat oder als Intelligenz bezeichnet haben, heute aber eben in einem transnationalen Sinne und auch in einem sehr ambivalenten Sinne. Also es handelt sich gerade um eine hochpolitische Gesellschaft, die eine große Mobilisierung der Bevölkerung auslöst, wie wir das eben auch in den Diskussionen der letzten Jahre erlebt haben. Wie können wir dann diesen Wandel des Politischen verstehen und welche Rolle spielen Bewegungen wie Occupy dabei? Ja, nehmen Sie das Beispiel der Eurokrise augenblicklich. Hier wird immer wiederum die Katastrophe an die Wand gemalt, mit guten Gründen, wie ich meine, dass nämlich, wenn der Euro zusammenbricht, die ganze EU gefährdet ist. Aber das ist bisher noch nicht passiert. Und es entsteht dann so etwas wie ein kosmopolitischer Imperativ. Entweder ihr beginnt jetzt wirklich mit einer transnationalen Kooperation oder das Ganze wird scheitern. Und in dem Maße, in dem die Menschen sozusagen dieses Scheitern vor Augen haben, beginnen dann auch immer wieder Elemente der neuen Kooperation. Denken Sie daran, was für Institutionen plötzlich diskutiert werden. Eine Erweiterung der politischen Union, eine Bankenunion, ein Fiskalpakt. Man diskutiert auch über eine neue Demokratie in Europa. Ich weiß, das ist alles nicht verwirklicht, aber immerhin wird es zum Thema. Und daran haben natürlich nicht zuletzt auch die sozialen Bewegungen einen großen Anteil, nicht nur die Occupy-Bewegung, sondern auch, man muss ja vor Augen halten, dass beispielsweise in Europa augenblicklich die Jugendarbeitslosigkeit enorm zunimmt, 50% etwa in Spanien, aber auch in Griechenland und in allen anderen Ländern. Hier entsteht sozusagen eine Unruhe, die man vielleicht sogar eines Tages als einen europäischen Frühling oder einen europäischen Winter oder einen europäischen Herbst im Verhältnis zu dem arabischen Frühling, den wir vor einigen Jahren erlebt haben, bezeichnen wird. Sie sind nicht zuletzt auch immer ein Kritiker der Sozialwissenschaften gewesen, die in ihrem Denken nach wie vor dem Modell des Nationalstaats verhaftet bleiben. Wie müsste eine zeitgemäße Sozialwissenschaft heute aussehen? Und wo sehen Sie neben Ihrem eigenen Werk vielversprechende Ansätze im wissenschaftlichen Diskurs? Ja, halten wir uns noch mal kurz die großen Ereignisse, über die ich eben schon gesprochen habe, vor Augen, dann fällt auf, dass sie eigentlich zwei Merkmale gemeinsam haben. Das erste ist, sie waren undenkbar, bevor sie
geschahen. Niemand konnte sich vorstellen, dass 9/11, die Terroranschläge oder eben auch Fukushima und so weiter geschieht. Und zweitens, sie sind global. Diese beiden Merkmale machen darauf aufmerksam, dass die Sozialwissenschaften, die aufgrund ihrer Geschichte sehr stark mit dem Nationalstaat verheiratet sind, oder man könnte auch sagen, in ihrem Denken im Käfig des Nationalstaates sitzen, auf diese Ereignisse schlecht vorbereitet sind. Und ein zweites kommt hinzu, die Sozialwissenschaften von ihrer gesamten Tradition mit wenigen Ausnahmen, vor allem die heute geltenden Theorien und Praktiken der Sozialwissenschaften, sind sehr stark auf die Reproduktion von sozialer und politischer Ordnung ausgerichtet. Tatsächlich erleben wir aber die Transformation dieser Ordnung, diese Art der epistemologischen Herausforderung, sozusagen ein Wandel des Bezugsrahmens, des Wandels zu denken, ist bisher nicht sehr stark ausgeprägt. Entscheidend ist dafür, dass man wegkommt von dem, was ich den methodologischen Nationalismus nenne, der herrschenden Sozialwissenschaften, insbesondere auch in Deutschland, hin zu einem methodologischen Kosmopolitismus. Das heißt, man muss darüber nachdenken, welche Untersuchungseinheit wählt man? Kann man einfach von Nationalgesellschaften ausgehen oder muss man andere wählen, um diese neuen Interdependenzen und Verflochtenheiten des Sozialen und Politischen überhaupt in den Griff zu bekommen? Es gibt übrigens weitgehend zunächst mal außerhalb von Deutschland eine große Debatte, vielleicht eine der größten Debatten augenblicklich in den Sozialwissenschaften über einen neuen Kosmopolitismus, einschließlich dieser erkenntnistheoretischen Fragen. Das betrifft die Anthropologie, die Geografie, die internationale Politik, auch die Soziologie in anderen Feldern. Mit mir zusammen streiten in dieser Richtung viele Kollegen an der London School of Economics, wo ich ja auch lehre, beispielsweise auch der neue Direktor Karl Huhn und viele andere. Das ist eine der größten Diskussionen eigentlich in den Sozialwissenschaften. Und ich finde es eigentlich schade, dass sie bisher in der deutschen Soziologie kaum aufgegriffen wurden. Gut, das können wir ja versuchen zu ändern. Das wäre ein Impuls, der tatsächlich wichtig wäre und von dem ich hoffe, dass er vielleicht auch durch dieses Interview miterzeugt wird.